ンファルコムコーポレーション。Hallo meine lieben Zuschauer und Zwergenfreunde, willkommen zu meinem neuesten Projekt. Und zwar spiele ich heute Ys Origins. Origin ohne S. Ja, erst einmal, was ist Ys überhaupt? Ys ist ein JRPG, also ein japanisches Rollenspiel aus dem Hause Falcom, wie man schon im Intro gesehen hat und wie man auch da unten sehen kann. Und ja, es ist ein ziemlich actionlastiges RPG, also im Gegensatz zu Final Fantasy, was ja rundenbasierte Kämpfe hat, haben wir hier Echtzeitkämpfe mit einer Person. Ja, kurz ein Wort zur Ys-Reihe. Es gibt insgesamt 8 Teile, und zwar die Teile 1 bis 7 und den Origin-Teil. Ja, was so besonders ist am Origin-Teil, erst einmal spielt er lange vor den ersten 7 Teilen. Also er kam als letztes raus, aber spielt vor den anderen Teilen. Ich glaube 700 oder 300 Jahre vorher, um genau zu sein. Und im Gegensatz zu den ersten 1 bis 7 Teilen, wo man mit demselben rothaarigen Helden rumrennt, der wirklich am Anfang jedes Teils in einem Krankenbett landet. Ja, das ist so, glaubt's mir. Das werdet ihr wahrscheinlich bei mir auch demnächst sehen, wenn ich Ys 1 und 2 spiele. Let's Play meine ich. Aber ja. Im Gegensatz dazu dürfen wir uns hier einen Helden aussuchen. Ja. Ich freue mich schon richtig, dieses Spiel zu Let's Playen, weil ich liebe dieses Spiel einfach. Es hat eine sehr tolle, sehr coole Story, einen abgefahrenen Soundtrack, wie man nachher hören wird. Vor allem mit den Bosskämpfen gefällt mir die Musik richtig gut. Und ein zwar simples, aber trotzdem ziemlich fesselndes Gameplay. Ja, dann würde ich mal sagen, fangen wir jetzt ein neues Spiel an. So, und wie ich bereits sagte, wir haben 3 verschiedene Charaktere zur Auswahl, die wir nehmen können. Und zwar Yulika, Hugo und Toal. Oder Toal, wie man ihn auch immer ausspricht. Ich bin nicht so gut in Japanisch, tut mir leid. Aber gut. Toal werden wir nicht nehmen, weil er ist ein besonderer Charakter, den man erst freischalten kann, wenn man einen von den anderen beiden durchgespielt hat. Das wirft die ganze Story ein bisschen durcheinander, weil es voraussetzt, dass man die Grundstory kennt. Er erzählt halt ein bisschen mehr Hintergründe, mehr Tiefgang. Deswegen sollte man die Hauptstory schon kennen. Also bleiben nur Yulika und Hugo übrig. Ja, Hugo ist ein Magier, Yulika ist eine Kriegerin. Oder Ritterin, besser gesagt eigentlich. Und ich entscheide mich für Yulika einfach aus den Gründen. Erst einmal hat Hugo eine etwas andere Story, die sich ein bisschen mehr um ihn und seine Familie dreht. Und nicht ganz so die eigentliche Hauptstory so gut wiedergibt, wie es Yulika tut. Was fürs erste Gameplay vielleicht am besten wäre. Fürs erste Playthrough als Let's Play. Zweitens mag ich Magier nicht so wirklich. Also gut, in solchen Spielen wie Baldur's Gate oder Drakensang in der Gruppe habe ich nichts gegen sie, aber so in solchen Spielen bin ich nicht so der Magier-Fan. Deswegen
nehme ich lieber Judica, weil sie ist die Nahkämpferin, sie ist die Ritterin, sie kann gut draufhauen. Und außerdem kriegt Judica im späteren Verlauf eine Waffe, die mir sehr gut gefällt. Deswegen nehmen wir mal sie. Schwierigkeitsgrad wählen. Ja, als sie habe ich das erste Mal gespielt auf einfach, weil ich das Spiel einfach mal genießen wollte sozusagen. Aber fürs Let's Play werden wir normal nehmen. Ja. Und damit geht es jetzt in das Intro, was etwas Besonderes ist, weil bei jedem Ys das Intro wie ein Anime-Intro gehalten ist. Also dann wollen wir mal loslegen. Jadis, il avait un grand pays légendaire. Quand appelé Ys, sur l'intervention des dies jumelles et des six saints, les grands pays prospéraient. Les dies avaient un trésor précieux, la perle noire. Elle avait des sortes de pouvoirs mystérieux. Avec la magie, on pouvait faire des miracles. Avec l'éclairia, on pouvait amplifier ses pouvoirs magiques. Grâce à elle, on croyait que les pouvoirs de Ys dureraient une éternité. Mais soudain, un désastre frappa Ys. Beaucoup de monstres démoniques sont apparus et ont commencé à envahir Ys. Les forces diaboliques ont tout fait de ravager la terre. Mais tous les habitants sont sauvés dans le temple de Salomon. On aurait dit la fin du monde. C'est alors la perle noire qui sauva Ys de la ruine. Car elle souleva les temples dans les airs. Mais, aussitôt après ces soulagements fugitifs, les démons ont construit une autre tour et une nuée de monstres sont partis en direction du sanctuaire. Ys menaçait de tomber. Pire encore, un événement imprévu arriva dans le temple de Salomon. Quelle histoire! Les dies jumelles, les descendantes de Ys ont toutes disparu. Dans une situation désespérée, les six saints ont pris une résolution. Pour constituer une équipe de recherche, ils ont organisé une sélection parmi des chevaliers et des sorciers. Enfin, les sangs, ils envahiront à la terre dévastée.
So, da bin ich wieder. Ich wollte nicht in das Intro reinreden. Das Erste, was mir jetzt gerade aufgefallen ist, zum ersten Mal, ist, dass die Sprecherin am Anfang Französisch gesprochen hat. Jedenfalls klang das so für mich, was ich etwas seltsam finde gerade. Aber gut. Ja. Erst einmal kurz, was ist im Intro passiert? Das ist die Vorgeschichte. Und zwar hat man das Land Is gesehen. Ein schönes, friedliches Land, das von zwei Göttinnen regiert wird, das waren diese beiden Engel, und ihren sechs heiligen Priestern. Ja, das Land war friedlich, sie konnten Magie benutzen und hatten ein besonderes silbernes Metall, was sie Kleria nennen. So, das Problem war aber, da kamen Dämonen. Und die Dämonen haben sie immer weiter zurückgetrieben. Sie hatten keine Chance gegen diese Dämonen. Und das Einzige, was sie dann machen konnten am Schluss, ist den heiligen Schrein von Solmon in den Himmel zu heben. Ja, hat man ja gesehen, den riesen Felsen einfach in den Himmel gehoben. So. Die Dämonen konnten darauf nur reagieren, indem sie einen riesigen Turm bauten. Den schwarzen Turm, den man gesehen hat. Und von dort aus mit fliegenden Dämonen weiter angriffen. Ja. Soweit, so gut. Bis eines Nachts die beiden Göttinnen eben aus dem Schrein verschwunden sind und man sie nicht wiedergefunden hat. Man ist zu der Erkenntnis gekommen, dass sie wahrscheinlich wieder runter auf die o Erdoberfläche gegangen sind. Deswegen haben die sechs ihre sechs heiligen Priester eine Gruppe zusammengestellt, um sie zu finden. Und zwar eine Gruppe aus 12 Leuten, fünf heiligen Rittern, vier Magiern und drei Priestern. Und Judika hier, die hier jetzt gerade bewusstlos rumliegt, ist eine von diesen fünf Rittern. Ja, so viel zur Hintergrundstory. Man hat noch gesehen, wie sie in einer großen Lichtkugel zu Boden schwebten. Doch dann kam da dieser zwielichtige Typ oben auf dem Turm und hat sie einfach abgeschossen und sie verteilt. Und jetzt liegt Judika hier bewusstlos rum. Ja, und das nächste, was man danach gelesen hat, war Judikas Eid. Und zwar, sie kann keine Magie benutzen, wie es eigentlich normal ist für die Leute aus Is. Aber sie will unbedingt die beiden Göttinnen beschützen, deswegen ist sie Ritterin geworden, wie ihr Vater auch ein Ritter vor ihr war. Ja, und du? Starten wir endlich mal ins Spiel rein. Also, Judika liegt hier bewusstlos am Boden und sagt: Uff. Jetzt fragt sie sich, wo sie gelandet ist. Und will sich umsehen. Und ihr Hintern tut weh. Sie versucht sich jetzt gerade daran zu erinnern, was passiert ist. Sie hat sich mit der Suchgruppe zusammengetan, die runter auf die Erde gegangen ist. Und was ist dann passiert? Ja, es gab einen plötzlichen Impact, also einen plötzlichen Aufschlag, weil sie irgendwas sie getroffen hat. Wir haben es ja natürlich gesehen, diese schwarzen, tentakelähnlichen Dinger da. Und ja. Jetzt sind sie alle verstreut. Und Judika hat irgendwas gefunden. Einen Baum. Einen besonderen Baum. Und zwar den Rhodabaum, den älteren von beiden. Sie scheint den Rotabaum zu kennen und freut sich, dass er überlebt hat. Wir haben ja im Intro gesehen, dass eigentlich ganz Is nur noch ein großes brennendes Stück Asche ist. Aber komischerweise um den Baum herum ist alles grün. Und der Baum spricht zu ihr und freut sich, dass sie erwacht ist. Er scheint sie zu kennen. Sie scheint ein Freund der Göttinnen zu sein. Ja, und sie stellt sich ihm vor. Sie ist Judika Tova. Der Name Tova ist nachher noch sehr wichtig, vor allem in Is 1 und 2. Denn sie ist die Enkelin vom heiligen Priester Tova. Genau. Und sie bestätigt es ihm, aber sie
Aber sie sagt auch, dass sie nicht sehr nach ihm kommt, weil sie halt keine Magie benutzen kann. Im Gegensatz zum Priester. Und sie fragt ihn, ob er der ältere Roderbaum ist und wie es seinem jüngeren Bruder geht, ob er in Ordnung ist. Ja, ich werde jetzt nicht hier versuchen, das wortwörtlich zu übersetzen, sondern ich werde es einfach zusammenfassen. Vor allem, weil ich keine weibliche Stimme imitieren will. Ja, und der alte Roderbaum bestätigt, dass das ihm in Ordnung geht und dass sie sich die ganze Zeit lang unterhalten haben, als sie alleine waren. Ja, und Judica bestätigt gerade, dass die beiden ziemlich Tratschtanten sind. Chatterboxen nennt sie sie. Und dass sich Judica Sorgen gemacht hat um die beiden, als der Schrein in die Luft gegangen, also in die Luft sich abgehoben hat. Ob es den beiden gut geht und dass sie jetzt richtig glücklich ist, dass sie okay sind. Ja, und der Roda sagt, dass die Göttinnen ihnen Leben gegeben haben und dass sie sich nicht so leicht unterkriegen lassen, die beiden. Und gerade berichtet er ihr über einen Mann, der zusammen mit einem anderen Ritter von Dämonen umgeben war. Und ja, man sieht es schon an Judicas Blick, dass er damit einen wunden Punkt getroffen hat. Weil der Baum vermutet, dass dieser Mann auch aus der Tova-Linie kommt. Und ja, Judica gibt es schon zu, das war ihr Vater. Er blieb auf der Oberfläche zurück und hat ihnen Zeit erkauft, die es gebraucht hat, um den Schrein von Solomon in die Luft zu erheben. Und dass ihr Großvater meint, dass er wahrscheinlich nicht überlebt hat. Und der Baum bestätigt es, seine Essenz ist verloren gegangen. Er kann ihn nicht mehr spüren halt. Also hatte wahrscheinlich der hohe Priester recht. Was ein ziemlicher Schlag für Judica zu sein scheint. Aber sie reißt sich zusammen und meint, für ihn ist das Kapitel abgeschlossen. Jetzt ist es Zeit, dass seine Tochter die Sache in die Hand nimmt. Und jetzt fragt der Baum, ob sie etwas in diesem zerstörten Land sucht. Und sie sagt, ja, sie sucht die Göttinnen, die Rhea und Fina heißen. Sie sind vor ein paar Tagen aus dem Schrein verschwunden und sie haben seitdem nichts mehr von ihnen gehört. Und der Baum sagt ganz ruhig, dass er sie gesehen hat. Und Judica will natürlich wissen, wo sie sind. Sie fragt ihn, ob er weiß, wo sie hingegangen sind. Und er meint, guck mal zu dem Turm darüber. Dieser dunkle Turm da, der als Brücke in den Himmel gebaut wurde. Ja, da sieht man ihn mal richtig. Und der Baum sagt, er kann die Essenz der beiden Göttinnen in diesem Turm spüren. Und sie fragt, sie sind in dem Turm? Warum hast du sie nicht gestoppt, fragt sie ihn. Und er sagt nur, sie sind aus freiem Willen zu diesem Turm gegangen. Er hatte keinen Grund, sie zu stoppen. Aber Judica hat den Einwand, ob er nicht wüsste, für was dieser Turm steht. Aber der Roda sagt, er kann auch andere spüren. Wahrscheinlich deine Gruppenmitglieder. Er fragt sie, wo die sind. Der Turm will wissen, ob sie zu ihnen gehen will. Und
Und Judica stimmt zu, sie wird die anderen suchen gehen und die Göttinnen nach Hause bringen. Und jetzt hat der Baum leider Probleme, noch was zu sagen. Ja, er ist verstummt. Sie sagt zwar noch, er soll mit ihr sprechen, aber sie denkt wahrscheinlich, dass die giftigen Gase der Dämonen langsam wieder Einwirkungen auf den Roda haben. Und das, und weil sie keine Magie eben hat, kann sie seine Stimme nicht mehr hören. Deswegen macht sie sich jetzt auf den Weg zum Turm. Ja, da sieht man den Roda. Und Isis ist wirklich verwüstet. Und da geht's ab zum Turm. Der Turmeingang. Und Judica ist angekommen. Und sie wird etwas misstrauisch. Es kommt ihr so vor, als weil sie meint, es müssten mehr Dämonen am Eingang sein. Und man hört schon Kampflärm. Und das sind die drei Priester, von denen ich vorhin gesprochen habe. Der hohe Priester Shion, der mit seinen beiden anderen Schülern in der Klemme steckt. Und sie versuchen jetzt eine Barriere aufzustellen, um sich vor den Angreifern und den Dämonen zu schützen. Ja. Und wenn sie kämpfen müssen, dann müssen sie es halt. Aber da kommen wir, beziehungsweise Judica, nun ins Spiel. Und ja, das ist auch noch eine Besonderheit vom Spiel, wenn man wichtige neue Charaktere trifft, sieht man sie mal über den ganzen Bildschirm. Also das hier ist der Hohepriester Shion. Er ist eigentlich so gesehen der Anführer der Suchtruppe. Und der fragt Judica, ob sie nicht sie ist. Ja, und sie bestätigt es, sie ist ein Knappe und steht zu Diensten. Ja. Und er bittet sie darum, jetzt eben alles Mögliche zu tun, um diese Dämonen in diesem Raum zu besiegen, während sie sich um die Dämonen auf der anderen Seite kümmern. Ja, die anderen beiden stelle ich nachher vor, wenn es soweit ist. Okay. Und sie beleidigt gleich die Dämonen als verrottende Kreaturen. Naja, die sehen auch ein bisschen aus wie Zombies oder Skelette. Und ja, kurz die Anleitung, die können wir wegklicken. Jetzt geht's los. Jetzt können wir auf diese paar Dämonen draufhauen. Es kommen gleich wieder neue. 6 Stück. Die wir auch ganz leicht wegschlagen können. Das sind ja natürlich nur die Anfangsgegner, also nichts Starkes. So. Aber trotzdem hat Judica etwas Kraft gekostet. Das hast du gut gemacht, sagt eine Stimme. Und da kommt wieder der obere Priester. Und die anderen beiden, das sind Dino,
Er meinte gerade, es gab wohl nicht genug Zeit, sich vorzustellen, naja, in diesem Kampf. Und er ist ein Akolyt des Schreins. Und sie ist seine Kollegin Eolia. Komische Namen halt. Und sie ist Judikatova. Und sie freut sich, die beiden kennenzulernen. Und Dino fragt sie gleich, ob sie verwandt ist mit Kommandant Saultova. Und ja, Saul ist ihr Vater, sie ist seine Tochter. Ja, und er beglückt. Er sagt halt, dass sie wirklich nach ihm kommt, weil ihr Kampfstil seinem sehr ähnlich zu sein scheint. Und dass es erstaunlich ist, dass sie so eine große Kampfaxt führen kann. Und dass er eben kein so guter Kämpfer ist. Und ja, sie gibt halt zu, dass sie selber keine Magie benutzen kann, also ist ihre Stärke alles, was sie hat. Und der Hohepriester sagt jetzt, dass Judica eben so freundlich war, sich der Suchgruppe anzuschließen, damit sie die Göttinnen finden können. Und das Beste, was sie machen können jetzt, ist, sie zu finden für das Schicksal von allen, also von ihnen, von den Göttinnen und auch für Junikas Vater. Und sie bedankt sich halt nett und fragt, wo die anderen Ritter sind und die Magier, warum sie nicht bei ihnen sind. Und Eolia sagt, dass sie es leider nicht sind, weil eben gerade als die Oberfläche in Sicht kam, wurde der Transportzauber unterbrochen von irgendeiner äußeren Macht. Das ist alles, was sie sagen kann. Und Judika fragt eben, ob das der Impact war, den sie gefühlt hat. Und Dino bestätigt es, es war der Impact, und er weiß zwar nicht, was sie getroffen hat, aber was es auch immer war, es hat eben die Fähigkeit genommen, den Transport zu kontrollieren, und dadurch wurden sie halt getrennt. So, aber ich sag mal, bevor wir jetzt mit dem Text weitermachen, mache ich hier mal kurz einen Cut, weil die erste Doppelfolge ist schon zu Ende. Bis gleich.